Kennst du den großen See, durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen? Durch den See fließt die Spree, vor Berlin Möwen ziehen. Man kennt ihn seit eh und je, unseren Mückesee. Es haben bisher nur 10% der Schallschutzberechtigten überhaupt ihren Schallschutz erhalten. Was meinen Sie, ist denn das korrekt, dass da der Flughafen eröffnen kann? Nee, das ist eine Katastrophe. Dass die trotzdem das machen, dass die mit dieser Dreistigkeit diesen Flughafen eröffnen und sich wieder über die Menschen ihre Köpfe hinwegsetzen. Also es fehlen einem die Worte für sowas. Für diese Machenschaften und alles, was da mit zusammenhängt. Unbegreiflich. Nee, das ist überhaupt nicht richtig. Und dass das mit den Fluglinien hier, mit den Einflugs- und Ausflugsschneisen, alles noch eigentlich ungeklärt ist. Zwar für die Betreiber ist es geklärt, da die machen, wie sie es gerne wollen. Aber wir wohnen im Allendeviertel. Wir sind da voll betroffen, wenn die über den Mückelsee düsen, fahren, machen die um uns. Und da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Ja? Das kann einfach nicht sein. Das sind Senatswohnungen. Also ich überlege, ob ich dann Mietminderung mache. Ich glaube, da sind noch ganz andere Probleme, die da zu klären sind, als die Schallschutzmaßnahmen. Die sind nur ein Teil des Gesamtproblemkreises, der da zu lösen wäre. Ja, welche denn noch? Naja, es geht ja um Umweltschutz, es geht um den Schallschutz generell überall in den Überflugregionen. Also das ist nicht das Einzige, worum es sich da dreht. Also Schallschutz ist das Letzte, was eigentlich kommen müsste. Also eigentlich wäre es besser, man müsste keinen Schallschutz installiert. Nun drohen Lärm und Rauch für Mensch und Tier und Strauch. Der See liegt stumm und schweigt und unsere Wut, sie steigt. Lärm und Rauch, Mensch und Strauch, See erschweigt, Wut, sie steigt. Man kennt ihn seit eh und je, unseren Mückelsee. Jetzt hier. Erinnern Sie sich sicher noch, dass wir im letzten Jahr ganz fleißig Unterschriften gesammelt haben für eine Volksinitiative für ein Nachtflugverbot am BR. Wir haben in kürzester Zeit die erforderlichen 20.000 Unterstützungsunterschriften in Berlin und Brandenburg zusammengebracht. Und weil wir das geschafft haben, kommt nun die zweite Runde. Wir haben also in Berlin den großen Vorteil, dass wir in der zweiten Stufe weiterhin auf der Straße sammeln dürfen. Der Nachteil ist, dass die Hürde sehr, sehr hoch ist in Berlin. Wir müssen also nicht nur wie die Brandenburger nur 80.000 Unterschriften bringen, sondern festhalten 174.000. Als wir uns also das Kleingedruckte dieses Verfahrens angesehen haben, wir 5 Einreicher, haben wir gesagt, also das ist eine sehr hohe Hürde. Wollen wir das überhaupt in Angriff nehmen? Und dann haben die Brandenburger gesagt, seid ihr wahnsinnig, ihr könnt uns doch nicht im Stich lassen. Und deshalb habe ich dem zuständigen Stadtentwicklungssenator von der CDU, der ziemlich von oben herab sagte, naja, bringen Sie mir erstmal die Unterschriften und dann sehen wir weiter, habe ich gesagt, wir werden Ihnen viele, viele tausend Unterschriften auf den Tisch packen. Und Sie müssen dann politisch damit umgehen, denn es geht hier um die Gesundheit einer Minderheit und die Bequemlichkeit oder Rücksichtslosigkeit einer Mehrheit. Und damit muss man sich politisch auseinandersetzen. Deshalb haben wir am 27.04. für Berlin die zweite Stufe offiziell verlangt. Und worum ich Sie heute bitte, ist, wir haben dort an dem Tisch eine Möglichkeit, da liegen Listen aus. Ich suche Helfer. Wenn Sie sich eintragen, dann kann ich Sie kontaktieren. Recht vielen Dank. Das hört sich zwar ziemlich viel an, aber das kriegen wir hin. Vor allem, es gibt klare Unterstützung von den Grünen und von der Linken in Berlin, die das unterstützen. Und insofern haben wir doch da einige, die da mittun und ich denke, wir schaffen das ganz, ganz sicher.
geht ja um ein Nachtflugverbot. Und da wissen wir, dass in Berlin die Stimmung dafür, dass man also nachts nicht fliegen muss, schon sehr, sehr weit gediehen ist. Und insofern will ich alle nochmal aufmuntern, da zuzupacken mit. Schönen guten Abend. In der letzten Woche wurde der Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus der wissenschaftlichen Hochstapelei und des wissenschaftlichen Schwarzfahrertums überführt. Er hatte sich über Jahre als Doktor verkleidet, ohne einer zu sein. Er wurde im Schnelldurchgang sofort rehabilitiert. Die Sache ist sofort ausgebadet und wir kommen zur Tagesordnung. In der gleichen Zeit, über Jahre und Monate, in unserem Fall über ein halbes Jahr, traten hier auf dem Markt, würde ich sagen, richtige Wissenschaftler auf, die über teilweise ein Jahrzehnt in wissenschaftlichen Analysen und Gutachten über die katastrophalen Auswirkungen des Großflughafens BER gearbeitet haben und die zu klaren wissenschaftlichen Resultaten gekommen sind. Die Frage, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Es zeigt uns ganz deutlich, dass in diesem Berliner Abgeordnetenhaus das Gefühl für wissenschaftliche Seriosität und überhaupt für den Wert wissenschaftlicher Daten vollkommen verloren gegangen ist. Und noch eine Formel: Wenn ab 3.6. bereits um 5.20 Uhr, übrigens einer der größten Flieger hier über den Müggelsee kommen wird, bei Ostwind, dann sollte uns das nicht resignieren lassen. Scheißegal. Alles Gute. Ich will ein bisschen Mut machen. Ich habe die 174.000 gehört und den Schreck, der hier durch die Massen gefahren ist, mitbekommen. Ich will sagen, wir haben das Wasservolksbegehren gemacht. Da hatten wir auch in der zweiten Stufe 174.000, die haben wir geschafft. Und dann haben wir den Volksentscheid gewonnen. Und das muss man sich vielleicht mal auf der Zunge zergehen lassen, was wir als Bürger machen können. Wir haben im Prinzip in dieser Republik das erste und einzige Gesetz als Volksgesetz geschaffen. Das ist heute Gesetz, was wir dort gemacht haben. Es geht also schaffen wir 174.000. Hallo zusammen. Ja, gucken wir mal, was uns die Lügenbarone der Lüfte in der zurückliegenden Woche aufgetischt haben. Einer dieser Lügenbarone hat in der vergangenen Woche auch wieder zugeschlagen. Der hat nämlich gestern ein Interview der Berliner Morgenpost gegeben. Herr Schwarz also. Zitat, Frage. Beunruhigt Sie, dass Fluglärmgegner die Eröffnung des künftigen Hauptstadtflughafens stören wollen? Antwort: Der Umfang der Proteste hat nachgelassen. Die Diskussionen über Flugrouten und Nachtflüge waren heftig, aber sind nun weitgehend abgeschlossen. Wir nehmen jeden ernst, der sich durch den Flughafen gestört fühlt. Zeitgleich zu uns findet ja auch gerade in Frankfurt wieder eine Demo statt. Und vorigen Montag, Walpurgisnacht, war das so kreativ, das möchte ich hier auch in Berlin mal verkünden. Es hat nämlich dort den Vortrag eines kleinen Gedichts gegeben. Und dieses Gedicht möchte ich kurz vorlesen. Hexenbrühe. Es begann mit einer Mediation. Da saß noch Eichel auf dem Thron. Was war der Sinn von diesem Walten? Die Menschen ruhig in Schach zu halten. Da wurde gekocht ein übles Süppchen von diesem ausgekochten Grüppchen. Das Kochrezept, das haben wir und kochen es für euch heute hier. Man nehme von Roland Koch die Grundsubstanz, von einem Molch den langen Schwanz, ein eklig dunkelgrüner Frosch und dann das letzte Haar von Posch. Im Reigen dieser Landesväter fehlt nur noch einer der Verräter. Von Schulte nehmen wir einen Knochen, das Ganze fängt schon an zu kochen. Jetzt noch ein Stück der Landebahn und eine Prise Größenwahn. Auch etwas von der Wachstumsgier, vermischt mit Blut vom Spinnentier. Jetzt ein paar hundert schlechte Jobs, das Totschlagargument als Drops. Ein Blatt von abgeholzten Wäldern, ein Krümel von zerstörten Feldern. Jetzt fehlt nur noch der rechte Duft,
Kerosin und schlechte Luft. Jetzt ist das Ganze durchgegart, jetzt geht sie auf, die schlimme Saat. Es riecht nach Politikeressen, gemischt mit Luftverkehrsinteressen. Fertig ist die Hexenbrühe, es gibt nur Lärm für unsere Mühe. Hokus pokus, Mäusespeck, es gibt nur eins, die Bahn muss weg. Solange wie ich hier zu den Demos komme, schwirrt mir ein Lied im Kopf rum, was ich heute mit euch gemeinsam singen möchte. Das ist das Protestlied schlechthin. Es ist nicht in Deutsch, aber ich gehe mal davon aus, ihr werdet es alle verstehen. We shall overcome.